Die Jagd nach Meistertiteln ist Jürgen Klopps, 55, Leidenschaft. Eine beachtliche Sammlung hat er schon angehäuft. Dass er dabei auch Millionen verdient, ist eine angenehme Begleiterscheinung. Zwar ist der Fußballtrainer reich, aber er könnte aufgrund seines Kultstatus viel mehr Geld machen, wenn er wie David Beckham, 47, weniger hohe moralische Maßstäbe hätte und sich von umstrittenen Ölscheichs entlohnen lassen würde. Er ist vermögend genug, um sich und seiner Familie ein sorgenfreies Luxusleben zu ermöglichen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass alle seine Lieben trotz seiner Millionen auf dem Boden bleiben. Jürgen Klopp sind Harmonie und Gerechtigkeit wichtig. Das Glücksgeheimnis von Jürgen Klopp liegt im traumhaft schönen Schwarzwald. Hier ist er behütet aufgewachsen und hat gelernt, dass harte Arbeit zum Erfolg führt. Als er Ende der 80er Jahre bei den Amateuren von Eintracht Frankfurt kickte, traf er auf seine erste Ehefrau Sabine, 61. Das Paar hatte kaum Geld, die Liebe zum Fußball verband die beiden. Sabine ist leidenschaftlicher Eintracht-Fan. Ihr Vater war mit WM-Held Fritz Walter, 1920 bis 2002, befreundet. Im Advent 1988 kam Sohn Marc, 33, zur Welt. Danach wurde geheiratet. Die Hochzeitsfotos entstanden auf einem Fußballplatz. Als Jürgen Klopps Trainerkarriere beim FSV Mainz begann, zerbrach die Ehe. Der Coach lernte in einer Kneipe über Freunde Ulla, 58, kennen. Sie brachte Sohn Dennis, 36, mit in die Beziehung. Diesmal gab es eine Hochzeitsfeier am Strand auf Sylt. Die Promi-Insel ist der Sehnsuchtsort des Paares. Der Trainer besitzt eine Reetdach-Villa in Kampen. Das Haus ist Rückzugsort und Familientreffpunkt. Jürgen Klopp sind Harmonie und Gerechtigkeit wichtig. Wahrer Luxus ist für Jürgen Klopp, zu teilen. Er macht keinen Unterschied zwischen seinem Stiefsohn und seinem leiblichen Kind. Beide hat er wie seine Ehefrau mit Immobilien abgesichert. Wahrer Luxus ist für Jürgen Klopp, zu teilen. In den Ferien lädt er seine Familie zum Beispiel zum Urlaub auf Ibiza ein und chartert eine Yacht für 3000 Euro am Tag. Auf Mallorca kaufte sich Jürgen Klopp jetzt für ca. 3,9 Millionen Euro eine Finca. Das Anwesen ist einzigartig, denn es wurde 1999 vom Künstler und Mitglied der berühmten Zirkus-Knie-Dynastie Rolf Knie, 72, erbaut. Auf dem Gelände und in den Räumen finden sich seine Werke. Die Liebe zur Kunst hat Jürgen Klopp durch seine Schwester Isolde Kloppreich, 60, entdeckt. Sie ist Malerin und stellt in Galerien aus. Mallorca soll wie Sylt ein Sammelpunkt für die Patchwork-Familie werden. Hier sind alle willkommen, um neue Kraft zu schöpfen. Niemand aus Jürgen Klopps familiärem Umfeld ruht sich auf dem Reichtum des Erfolgstrainers aus. Die ganze Geschichte lest ihr in Bunte 26 2022, ab Donnerstag, 23.06, am Kiosk erhältlich.